Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Sedgwick. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Spot wirkt ein wenig hungrig. Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein, das ist nur mein Spiegelbild. Ich bin nicht durstig, zumindest nicht genug, um davon zu trinken. Darin wurde immerhin Opas Hose gewaschen. So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Mahlzeit. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Rate doch mal. Ich tippe auf Nein. Bravo! Du hast es erfasst. Und jetzt mach dich endlich nützlich. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Rate doch mal. Ich tippe... Bravo! Und jetzt mal... Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedgwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sieh es ein, Sedgwick.
Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschreiben. Schauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal! Tun gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben. Aber was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal. Wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Räume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Das ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Mach endlich auf und mach dich nützlich. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwas schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte ebenso. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerz und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel, hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist.
Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit D beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb. Albträume und Visionen. Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, Ben. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. In Opas Wagen köchelt bereits die Suppe für das Mittagessen. Man erkennt es am qualmenden Schornstein und an den herabplumpsenden Vögeln.